Bei einem Vortrag ist es manchmal hilfreich, wenn nicht alle Elemente einer Folie gleichzeitig eingeblendet werden. Beispielsweise bei diesem Text kannst du die Aufmerksamkeit eben der Betrachter steuern, indem du eben Zeile um Zeile einblendest, entsprechend deinem Vortrag. Das lässt sich sehr einfach einrichten. Du wählst einfach den umgebenden Rahmen aus, der diese Aufzählung enthält, und klickst hier auf Animationen und hier wiederum auf Erscheinen. Automatisch werden alle Punkte dieser Aufzählung nummeriert und die werden nun, wenn wir das mal überprüfen, bei jedem Maus- oder Pfeilklick eben nacheinander eingeblendet. Falls hier in der Reihenfolge etwas nicht stimmen sollte, kannst du das jederzeit natürlich ändern. Mit Neu anordnen hast du zunächst einmal die Übersicht, was da in welcher Reihenfolge eingeblendet wird. Du könntest also auch diesen letzten Punkt als erstes einblenden, auch wenn es in diesem Fall wenig Sinn macht. Du hast Effektoptionen, da warne ich allerdings davor, man könnte hier bei jeder Animation einen Sound hinterlegen, dass beispielsweise also bei jeder neuen Zeile geklatscht wird. Das ist natürlich ziemlich peinlich, wenn man sich selber Applaus gibt. Die Anzeigedauer definiert, wann eigentlich eine neue Zeile eingeblendet wird. In diesem Fall ist es bei jedem Klick mit der Maus oder der Fernbedienung. Du könntest aber auch einstellen, dass eine Zeile gleich mit der vorhergehenden eingeblendet wird, also gleichzeitig. Du könntest eine Verzögerung einblenden. Also sind dir da keine Grenzen gesetzt, wie du diese Animation gestaltest. Wichtig vielleicht noch der letzte Punkt bei der Textanimation. Dies vor allem bei verschachtelten oder komplexeren Aufzählungen, wenn es also unter diesen Hauptpunkten wiederum Unterpunkte gibt. Hier kannst du einstellen, welche Ebenen das miteinander eingeblendet werden. In diesem Fall würde also alles, was untergeordnet ist, zu dieser ersten Zeile gleich mit eingeblendet. Und du könntest aber auch einstellen, dass eben jeder Unterpunkt auch noch einzeln animiert wird. Das musst du ein bisschen selber herausfinden, wie weit du da ins Detail gehst. Allzu verschachtelte Aufzählungen machen sowieso nicht viel Sinn in einer PowerPoint-Präsentation. Soweit zu Textanimationen. Selbstverständlich kann man auch Bilder animiert einblenden lassen, beispielsweise diese beiden Bilder. Du siehst, du hast eben nicht nur diesen Erscheinen-Effekt, sondern auch Blenden. Das würde dann so aussehen oder versetzt auflösen. Aber ich schätze diese Arten von Animationen nicht sehr, denn sie bringen sehr viel Unruhe rein. Es kann mal lustig sein, dieses Hineinfliegen, wenn man so das Hineinwerfen von Ideen simulieren möchte, aber im Allgemeinen ist ein möglichst schlichter Effekt, also einfach Erscheinen oder allenfalls Einblenden im Sinne von immer kräftiger werden, doch die geeignetere Lösung. Und auch das zweite Bild soll eben erscheinen nach dem ersten. Und hier also nochmals der Hinweis, mit diesen Pfeiltasten kannst du diese Reihenfolge ändern, dass also dieses rechte Bild zuerst erscheinen würde. Machen wir aber nicht. Auch hier wiederum kannst du anzeigen, was, wie und wann eingeblendet werden soll. Auch diese Bilder werden also durch Klicken eingeblendet, aber auch das könnte man ändern, dass sie zum Beispiel automatisch mit einer gewissen Verzögerung dem ersten Bild folgen.